getroffen. Gut. Bums. Ah. Ah, da hatten wir die Stylistin schon da und dann wird sie gekillt. Warum nehmen sie denn erst gefangen? Dann gucken wir mal hier drüben. Da sieht es ja auch aus, nach etwas aus. Ja, das sieht aus wie eine kleine Höhle nur. Ja, das kommt. Bam, Späte tot. So. Was ist das? Oh, so eins. Oh, habe ich. Oh, die Stylistin hätte so gut gepasst. Hätte ich mal wieder was Neues. Aber nein. Oh, Mistviecher. Die Honigbiene, also die Bienenkönigin müssen wir auch noch killen. Für ein NPC. Wird auch nochmal spaßig. Ah. Gut, einmal so. Das wäre so... Oh, Mensch, ich könnte mich darüber jetzt stundenlang aufregen. Ja. Passt perfekt. So. Die da unten sind mir erstmal scheißegal. Da ist die Stylistin. Yeah! Ja, wir haben die Hairstylistin. So, Shop. Und jetzt können wir uns hier verschiedene Hair-Teile holen. Und zwar 2 Gold, 5 Gold, 5 Gold, 5 Gold, 5 und 5. 57. Oh. Da können wir uns Gutes für das kaufen. Hier können wir uns Haare stylen halt und Hairstyle. Jetzt könnten wir hier die Haarfarbe noch ändern. Die einzelnen Haarschnitte könnte man noch machen. Gibt es jede Menge, die haben wir. Tja, ich kann mir das nochmal alles schön einsehen. Oh, hier gibt es noch eine neuere. Merke ich gerade. Gibt es welche, die habe ich noch nicht gesehen. Cool. Danke, Herr Stylistin. So, jetzt werden erstmal die ganz bösen Spinnen gekillt. Gut. Ach, das sind zwei gewesen. So, wenn sie jetzt sterben sollte, ist es egal, wir haben sie jetzt schon einmal gesehen. Und jetzt ist sie auch eingetragen als neuer NPC bei uns. Oh! Ein Cursed Hammer. Die kommen nur in der Corruption. In der Crimson ist es eine Axt. Hier in der Corruption ist es ein Hammer. Und in, na, im Hollow-Gebiet, also im heiligen Gebiet, ist es ein heiliges Schwert. Also so eine Art Excalibur. Nennt sich Enchanted Sword. Der hat sich Curse Hammer genommen und wie sich der die Axt nennt, die nennt sich Crimson Axt. Also, ich weiß es nicht. Oh, weiter geht's. Wir müssen echt diese Untergrundtouren machen, damit wir überhaupt mal weiterkommen hier. Eigentlich aus dem Untergrund haben wir jetzt alle NPCs, wenn ich mich nicht recht entsinne. Es kann eigentlich nirgendwo mehr einer spawnen. Oh, da. Blub, habe ich. Oh, da oben ist Adamantit. Perfekt. Oh.
Aha. Ja, der Corruptor ist auch noch dran. So, ich mache mal hier ein bisschen mehr Licht. So, das nächste Mal, wenn er hochkommt, ist er dran. Oh, wir haben eine Augenbinde bekommen. Oh, und anscheinend ist der... Oh. Unser kleines Würmchen ist abgehauen vor Angst. Oh. Adamantit hole ich mir gleich. Ich will erstmal hier ein bisschen ausleuchten für euch. Damit ihr auch so ein bisschen die Höhlensysteme mal sehen könnt. Auch wenn es Corruption ist. Ist das gerade eine... Habt ihr gerade richtig gesehen? Nee, Soul of Night. Ich dachte gerade Soul of Light. Bams, bams. Tja, das war's mit dem Schleim. War ein kurzes Ableben. So. Hä? Ach so. So wird ein Schuh draus. Oh. Ach, das kommt. Nee. Oh, perfekt. Nur eine Fackel drin und los geht's. Jetzt müssen wir wieder Bauarbeiten betreiben. Oh. Lup. Und so. Hoch und schnell das Adamantit alles abfarmen. Schnell weg hier. Ja, wir kriegen da glaube ich ein kleines Problemchen. Wenn wir zu viel abbauen. Das müssen wir vermeiden. Kriegen wir, sehr gut. Ach, das ist Sand anstatt Schläg. Nein! Oh, das könnte ein Problem werden. Gut, ich tue erstmal bloß die obere Ebene hier abbauen. Gut. Das könnte ich wahrscheinlich noch abbauen. Ne, das wird nichts. Ja, perfekt. Kommen wir am besten nach oben. Ja. Dann holen wir noch das das Palladium. Das wäre auch noch mal nett. So. Lalala. Upp, und weiter geht's. So. Das da oben darf ich nicht gleich abbauen. Ist klar. So, mal schauen. Könnten wir wahrscheinlich erstmal den hier machen. Mach mal hier mal eine ganze Reihe runter. Dann machen wir es gleich erstmal so. So. Millimeterarbeit muss auch mal sein. Da oben komme ich nicht mehr ran. Oh, sieht jetzt schwer aus. Nein! Das war's. Pff, doch nicht. Oh, zum Glück gab's einen Weg nach oben. Aber wir müssen da irgendwie das jetzt stoppen. Jetzt haben wir unten einen riesengroßen Lavabecken. Nein! Okay, wie machen wir das? Ganz einfach. Puh. Sonst fast noch hätte fast schief gehen können. Scheiße, das ist schief gegangen. Ah, ich habe ganz vergessen, dass die Sanddinger, die können ja auch die einzelnen Flüssigkeiten speichern.
Oh wei. Das war jetzt unklug. Ja gut. Jetzt haben wir natürlich wieder hier jede Menge zum Mitnehmen. Also viel war es auch nicht. Ich glaube, das meiste ist dann wieder despawned oder so. Egal. So, und schnell nach unten unser Geld holen. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein, zwei Adamantit-Adern finden und dann... War jetzt unsere Stylistin eigentlich oben? Ich weiß es jetzt nicht. Wir hätten die auch sprichlich hier finden können. Also, die spawnt doch random. Hm, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, die ist fest gemacht. Wo ist es spawnt? Die spawnt zwar in diesem Spinnencave. Ist klar, dass sie da fest ist, aber... Dass die vielleicht irgendwo zwei, dreimal auftaucht und dass man, wenn man sie einmal gefunden hat, die anderen despawnen oder so, hätte ich eher denken können. Weil ich die ja zuvor auch nie immer gesehen hatte. Ah. Oh. Na los, komm. Danke. Noch so ein Corruptor. Ah, jetzt kommt Bone Serpent. Oh. Wir hätten uns eher mal ein bisschen auftanken sollen. Na gut, egal. So. Ach, nervt nicht, ihr sterben. Ich werde auch, wenn ich die Adamantit-Rüstung habe, werde ich auch mal in den... Ja, ich werde da mal in den... Komm schon. In den Dschungel gehen und dann werde ich da mal ein paar Lebensfrüchte holen. Damit wir nicht so zu sehr aufgeschmissen sind später. Hier waren wir nicht, ja. Hier hoch. Zum Glück haben wir so einen langen Greifarm. Schon mal Licht hier machen. Ja, du sitzt da. Geht auch. So. Hier ist auch so dunkel. Gut. Und da ist wieder ein Imp. Yay. Und wir sind verbrannt. Wir verbrennen. So. Wir sind eigentlich ziemlich hoch gewesen, wenn man es so nimmt. So. Na, hier haben wir noch ein bisschen Geld eingesammelt. Da ist auch noch ein bisschen Geld, aber das interessiert mich gerade nicht. Oh nein, nicht der Cursed Hammer. Die haben... Nein! Er hat mich verflucht. Dann können wir, wenn er uns verflucht, dann können wir uns keine Items mehr einsetzen. Ah, sehr gut. Es ist genauso später, das werden wir auch im Dungeon erfahren, da wird es genauso sein. Aber das haben wir ja schon erfahren durch die Köpfe. Die fliegenden Köpfe da. Die sind auch richtig mies. Gegenüber dem... da ist eine Spinne kaputt gegangen. So. Das war unser Untergang hier. So. Schnell mal alles einsammeln. Eine Fackel hin. So, den hier und hier wird ja nicht groß was passieren mehr. Den kann ich auch wegmachen, dann kann ich eine Fackel hinsetzen und sauber, sauber, sauber. Ja, perfekt. Den noch weg. Mache ich den mal erstmal weg. Sehr gut. Gut, weiter komme ich da nicht ran. Schade. Bis auf drei haben wir alle. So, und jetzt gucke ich nochmal hier überall nach, ob wir hier noch irgendwo was finden. Da haben wir wieder eine kleine Ader. Und ein Corruptor, der sich da irgendwo reingezwängt hat. Da hinten leuchtet was.
Lava. War ja klar. So. Smaragd haben wir jetzt auch wieder. So. Hier unten gibt's nichts mehr. Haben wir da? Oh, noch eine riesengroße Ader. Sonst haben wir hier unten eigentlich so gut wie gar nichts. Na los. Kann ich? Da. Ich sehe hier unten gar nichts.